Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von Janas Bastelwelt, heute mit einem Videotutorial zu dieser Verpackung. Wie unschwer zu erraten ist, befindet sich darin Tee, aber ein ganz besonderer Tee. Deshalb auch die sehr farbenfrohe Verpackung. Es ist nämlich ein Einhorntrank. Das sind dann ja, ich sag mal, wie Weingummi-Einhörner, die sich dann in heißem Wasser zu einem vollen Tee auflösen. Und da zeige ich euch jetzt einmal, wie ich das Ganze gebastelt habe. Ich nehme diesmal mein Simply Squad Falzbrett dazu. Das eignet sich besonders, weil wir jetzt nur gerade Falzmaße haben und wenn man dann auch mehrere Schachteln davon macht, wie ich das jetzt in dem Fall gemacht habe, geht das hiermit einfach viel schneller. Wir benötigen Farbkarton. Heideblüte habe ich hier genommen mit 21 x 14 cm. Ich lege den mit der kurzen Seite hier oben an und falze bei 1 und 3 cm. Drehe das Ganze einmal, lege es wieder mit der kurzen Seite an, habe jetzt die beiden Falzen rechts und falze wieder bei 1 und 3 cm. Dann wird das Ganze auf der langen Seite angelegt und tada, wieder 1 und 3 cm. Jetzt wird noch bei 11 cm gefalzt und bei 13 cm. Den Falzstift behalte ich gerade noch hier. Den benötige ich jetzt nämlich noch. Denn die nächsten Falze müssen wir einmal, ich sag mal, manuell ziehen. Und zwar markiere ich mir jetzt hier einmal die Mitte. Das sind 2 cm, also bei 1 cm. Und falze hier. Also jeweils in diesen Quadraten. Ja, da haben wir ja 4 Stück von. Da rein falze ich jetzt Dreiecke. Also auch hier wieder einmal die Mitte markieren. Hier runterfalzen. Und in die andere Richtung. Und das Ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Ich habe da auch diese Stempel- und Perforiermatte drunter gelegt, dann kann ich die Falzlinien einfach ein bisschen schöner durchdrücken, als wenn ich da den harten Tisch drunter hätte. So, dann knicke ich die Falzlinien jetzt einmal alle nach. Übrigens habe ich das hier ein wenig anders gemacht als bei meinem Prototypen. Und zwar habe ich dabei dann gemerkt, dass hier die Klebelasche auf diesem schmalen Stück ist. Und dadurch legt sich das hier nicht ganz so schön. Sieht man vielleicht auch ein klitzekleines bisschen, weil das hier einfach dann doppelt ist. Und das funktionierte dann nicht ganz so gut. Und deshalb habe ich das Ganze nochmal umgemodelt, damit das jetzt besser passt. So. Wir haben jetzt hier oben die beiden schmalen Bereiche. Hier fängt das mit der großen Fläche an. Die halten wir jetzt so vor uns und schneiden jetzt einmal entlang dieser Falzlinie. Ganz leicht links davon, damit wir die wegschneiden. Also die Falz dann hier ist, der Knubbel, und wir hier eine schöne glatte Kante haben. So, Achtung, nur bis da. Und das hier schrägen wir aber wirklich nur so einen Hauch an. Ja, also das sieht man, das ist jetzt nur so ganz, ganz leicht schräg. Denn wenn wir das zu sehr anschrägen, dann flummelt uns diese Lasche immer wieder da raus, weil es halt einfach zu locker ist. Hier auch nur so wirklich einen Hauch anschrägen. Machen wir das gar nicht, dann stoßen wir mit den Kanten an. Also so leicht angeschrägt werden muss es schon. Aber halt wirklich nur so ein ganz klitzekleines bisschen. So, jetzt gehen wir noch auf die Seite. Und machen es genauso wie auf der gegenüberliegenden Seite. So sollte das Ganze jetzt ausschauen. Dann können wir es einmal zusammenkleben, also auf diese ganz schmale Lasche kommt jetzt Tombow.
Ihr könntet alternativ auch Sticky Tape nehmen. Ich bin aber ein großer Tombow-Freund, einfach weil ich dann noch mal ein bisschen korrigieren kann. Der kam jetzt sehr großzügig daraus. Ist aber nicht schlimm. Nehmen wir einfach hier so einen Rest von dem, was wir gerade abgeschnitten haben. Ach, geht besser, wenn ich ihn hinlege. Gehen dann nochmal so drüber. So, dann quillt uns da nichts raus. Dann legen wir die Ecke hier drüber. Hoppala. Gucken auch nochmal, wenn wir es andersrum knicken, dass da hier nichts übersteht. Notfalls, wie gesagt, mit dem Tombow kann man das nochmal ein bisschen korrigieren. So, solange die Schachtel jetzt noch schön flach ist, kann man die gut verzieren. Geht natürlich auch im zusammengesteckten Zustand. Ich habe jetzt hier diese Klebekante. Die kommt einmal für mich nach da hinten weg und nach unten. Das heißt, hier kommt jetzt meine Verzierung drauf. Da es hier ja um Einhörner geht, darf es auch mal ein bisschen glitzern. Sieht man das hier? Ja. Da habe ich jetzt den Farbkarton in Bermuda Blau genommen und meinen Wink of Stella. Den habe ich ein bisschen markiert, dass ich weiß, dass der mit dem durchsichtigen Glitzer drin ist. Und dann male ich jetzt einfach mal so am Rand lang. Das muss ja gar nicht viel sein, also nicht weit reingehen, weil man ja nachher nur so eine schmale Kante davon noch sieht unter dem Designerpapier. So, das trocknet gleich noch, dann wird das auch wieder ein bisschen heller, aber sieht man schon, wie wunderbar das funkelt. So, da habe ich vergessen, euch die Maße zu nennen. Das sind 7,8 x 7,8 cm und das sind 7,6 x 7,6 cm, also 3 x 3 Zoll, sodass wir aus einem 6 x 6 Zoll Bogen, wovon das hier nämlich ist, von den Farbfamilien, das Designerpapier, 4 solche Quadrate rausbekommen. Das hier habe ich nur so einen Hauch größer gemacht und das Ganze klebe ich jetzt einmal hier auf die Schachtel. Jetzt haben wir hier ja noch unsere gefalzten Dreiecke. Das kann man dann jetzt hier so reindrücken. Auf der ersten Seite kann das sein, dass ich hier die Seite noch so ein bisschen mit reindrücken möchte. Einfach von innen so den Finger, sieht man das, einmal dagegen halten. Das kriegt gleich ein bisschen mehr Stabilität, wenn die erste Seite erstmal gesteckt ist. Und dann können wir jetzt diese Lasche hier reinsliden. Es hat so leicht angeschrägt, dann rutscht das besser da rein. Schon ist das Ganze da drin. Packen unser Tütchen rein. Hier auch. Man sieht jetzt, die Klebelasche ist jetzt in dem Fall hier auf der langen Seite und nicht wie hier auf der kurzen. Und dadurch kann ich das jetzt auch hier ganz problemlos schon so zusammendrücken. Und auch hier, dadurch, dass ich das leicht angeschrägt habe, flutscht das schon förmlich von alleine da rein. So, noch ein bisschen Deko. Ich habe hier das Stempelset Kleine Therapie genommen. Und die beiden Stempel daraus. Und die habe ich ausgestanzt mit den Stanzformen hier, mit den Sprechblasen. Gucke ich mal gerade raus. Die Ränder davon habe ich nicht verwendet, sondern wirklich nur das Innere. Sonst wäre mir das ein bisschen zu viel geworden auf der Schachtel. So, da schnappen wir uns jetzt mal ein paar Dimensionals. Wie gesagt, Einhorn, da darf es ein bisschen kitschig sein. Deshalb habe ich jetzt noch die selbstklebenden Pailletten in Pastelltönen genommen. Ein Bogen hat große, einer solche kleinen Pailletten. Und zack, ist die Schachtel fertig. Also eigentlich super schnell gemacht, das Ganze. Ich finde, es macht aber unheimlich was her.
Ich hoffe, sie gefällt euch. Ich freue mich immer über euer Feedback in den Kommentaren. Gern ein Like, ein Abo, wie auch immer. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!